Ich wollte diesen Tragen-Talk schon eine ganze Weile machen. Vielleicht hat euch das ja geholfen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich stand jetzt gerade mit Trage unter der Dunstabzugshaube. Das hat gut funktioniert. Ich habe mir hier übrigens so eine Manduka-Sling gekauft und ich sage jetzt ganz bewusst ich, weil dieses Tuch nur von mir verwendet wird. Aber ich hatte richtig Lust auf was, was man auch gut vorbinden kann. Das kann man nämlich, ich kann euch das mal vielleicht morgen oder so zeigen, einfach, das ist auch ein langes Tuch und das kann man wickeln. Das ist aber ein bisschen elastischer, einfach aufgrund der Webart und des Materials als das Storchenwiegetuch. Das ist ja so ein festeres Material und das hier ist auch 100% Baumwolle, aber dadurch, dass es auf eine andere Art gewebt ist oder gestrickt, besser gesagt, hat es mehr Elastizität und das kann man sich dann eben, und es ist auch ein bisschen leichter, und das kann man sich dann einfach so über den Klamotten vorbinden und dann beispielsweise eine Jacke drüber ziehen, mit dem Auto irgendwo hinfahren, das Kind aus dem Maxi-Cosi rausnehmen und da reinstecken. Und das fand ich halt ganz gut, dass man nicht mit langen Tuchbahnen auf irgendeinem Parkplatz hantieren muss. Aber ich wollte eben trotzdem sowas Gebundenes, weil ich dieses Gefühl einfach total mag, dass er so ganz nah an mir dran ist. Und wir haben ja auch noch diese Limas-Trage und die benutzt zum Beispiel Alex immer. An mir ist die sehr groß, habe ich das Gefühl. Und also die ist auch top und ich mag die auch richtig gerne. Aber weiß nicht, gerade fühle ich irgendwie dieses Tuch. Ich glaube, wenn man sein Baby nur trägt und gar keinen Kinderwagen hat wie wir, dann ist das bei vielen so, dass man dann mehr als eine Trage besitzt. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon. Ansonsten haben wir uns die ganze Zeit hier auf diesem Teppich aufgehalten, aber jetzt habe ich beschlossen, es ist jetzt nochmal Zeit zu schlafen. Das ist so süß. Meine Mama hat uns hier, oder besser gesagt dem Kleinen, so ein Kuscheltier geschenkt. Ich liebe das. Ich liebe so außergewöhnliche, unkonventionelle Tierchen. Noch ist nur angucken, greifen geht noch nicht. Aber dafür war es auf jeden Fall sehr spannend hier mit diesem gestreiften Anzug, den der Typ anhat. Das ist die Marke Le Moustache. Ich glaube, es soll eine Katze sein. Hier in dem Korb neben der Couch haben wir noch so andere kleine Tierchen, so Rasselzeugs und sowas. Und das sind alles Dinge, die er super fasziniert und gerne anschaut. Und dann hat Alex gerade erst dieses Regal im Schlafzimmer aufgehängt, damit wir da auch noch ein paar Sachen aufbewahren können. Das sind tatsächlich alles Geschenke. Ich weiß gar nicht, ob wir haben selber gar nichts gekauft, glaube ich. Und dieser Korb, das sind alles alte Kinderbücher von mir, außer das hier. Das haben wir jetzt von Freunden geschenkt bekommen. Das ist noch von deren Sohn und kam sehr gut an. Deswegen dachten sie, vielleicht haben wir auch dran Interesse. Und das sind Dinge, die wir vom Dachboden meiner Mama mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr Beatrix Potter kennt, aber das hier Jemima Puddle Duck, Peter Rabbit, also Peter Hase, das sagt euch ja vielleicht was, Tom Kitten und... Tja, wie hieß dieser Hase nochmal? Das habe ich vergessen. Aber das hat mein Daddy mir gekauft. Süß, oder? Und hier steht es vielleicht. Mrs. Little Mouse. Tinky Winky. Nee, wie heißt sie? Das ist doch nicht Tinky Winky, das ist doch einer von Teletubbies. Tiggy Winkle. Ah, okay. Naja, almost. Flopsy Bunnies, hier Jeremy Fisher, Two Bad Mice, okay, genau, ja, und das ist zum Beispiel eins von den Büchern und dann hier ganz viele Ladybird Books, das sind dann einfach so Märchen, also ja, ihr seht's, und die hat meine Mama erzählt, hat auch mein Papa mir damals in England alle gekauft und sie auch schönerweise beschriftet. Wusstet ihr, dass das mein zweiter Name ist? Jetzt wisst ihr es. 1995. Ich weiß nicht, ob wir das im Vlog schon mal erzählt haben, aber ich spreche Englisch mit unserem Sohn und bin aber nicht so geübt im Selbstgespräche auf Englisch führen. Das klappt vielleicht auf Deutsch ganz gut, aber auf Englisch ist es so, ich bin eigentlich gewohnt, dass mir da jemand antwortet, aka mein Papa oder andere Teile meiner Familie. Und deswegen war ich manchmal so ein bisschen ratlos, was ich jetzt eigentlich sagen soll, außer, oh, hello, und
Und irgendwie so, und dachte mir, ach, vielleicht hilft es mir ja, wenn ich einfach dann englische Kinderbücher erstmal vorlese. Tatsächlich habe ich bis jetzt noch nichts vorgelesen, aber glaube, das kommt bald. Und ich habe da richtig Lust drauf. Es wird bestimmt erstmal ungewohnt, aber ja, ich weiß nicht. Ich hätte es auch voll schade gefunden, wenn ich es nicht mache, weil ich das einfach bei meiner Kindheit so cool fand, dass mein Papa eben mit mir Englisch gesprochen hat und man dadurch einfach ein ganz anderes Gefühl so für die Sprache kriegt. Und gleichzeitig ist es dann auch für mich selber schön, dass ich wieder regelmäßiger die Sprache in meinem Alltag gebrauche. Aber trotzdem ist es noch ungewohnt, weil Alex und ich sprechen in diesem Haus ja eigentlich Deutsch und wir auch miteinander Deutsch. Und er auch mit unserem Sohn Deutsch. Ja, wir schauen einfach mal, wie das läuft. Ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sondern nur, dass ich es cool fände und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Hallo, jetzt auch von mir. Ich hatte heute Mittag den ganzen Mittag-Call mit Valle, wegen Bretter und so. Wir haben verschiedene Sachen besprochen. Und jetzt haben wir gerade gekocht und wir haben uns aufgeteilt. Jetzt habe ich den Kleinen fertig gemacht, Bed ready, das heißt umgezogen, in seinen Schlafsack gepackt und so. Und dann hat Marie ein bisschen geschnibbelt und dann habe ich jetzt noch fertig gemacht, während Marie gestillt hat und ihn dann quasi hingelegt zum Schlafen. Und er ist heute instant einfach eingeschlafen. Also abgelegt und zack, weg. So ist es natürlich traumhaft. Und zwar gibt es einen Salat mit allen möglichen Sachen drin. Gurke und dann weiße Bohnen, Paprika, Frühlingszwiebeln, Mandeln habe ich reingemacht. Ja, ich glaube, das war's aber. Und dann braten wir hier drin gerade noch Frühlingsrollen an. Die haben wir von Maries Daddy bekommen. Wo ist die Verpackung? Ich glaube im Müll. Diese hier, bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. War auch in dieser veganen Weihnachtsbox drin. Und dann sind im Ofen noch Süßkartoffeln, die jetzt auch fertig sind. Also wir lassen die immer so halbe Stunde, ungefähr dreiviertel Stunde im Ofen. Dann sehen die so richtig schön braun aus. So, sieht doch super aus, würde ich sagen. Und da dazu gibt es diese Sweet Chili Soße. Also nicht zum ganzen Essen, sondern eigentlich nur zu den Frühlingsrollen hier. Aber ich glaube, das passt doch ganz gut. Viertel nach sechs am Dienstag. Ich bin gerade so um sechs aufgestanden. Da hat der Kleine nämlich gerade getrunken gehabt. Und dann bin ich auch wach geworden. Und dann bin ich jetzt aufgestanden. Ich habe mir gerade ein Feuer gemacht. Ich finde es immer so gemütlich. Oh, ich hoffe, es geht nicht aus. Ja, jetzt arbeite ich ein bisschen und dann mache ich noch mal eine Runde Yoga. Geht nicht lang, habe ich gestern gemacht, Viertelstunde. Das hat mir, glaube ich, echt gut getan, so ist ein bisschen dehnen, stretchen, in Bewegung kommen. Ich habe nämlich immer noch so schwere Beine und fühle mich schon schlapp. Heute Morgen fühlt sich irgendwie ganz gut an. Gestern war so lala. Schwankt immer so ein bisschen irgendwie. Ja, ich hoffe, das macht jetzt mal so einen richtigen Ruck, dass es mir besser geht. Ich habe gerade noch so ein kurzes Yoga gemacht. Das habe ich gestern schon gemacht. Das hat mir sehr gut getan. Und heute Morgen habe ich so eine 12-Minuten-Routine von Maddie Morrison gemacht, das war auch sehr gut. Also gestern habe ich auch Maddie Morrison gemacht, aber das ging ein bisschen länger, ich glaube knapp 20 Minuten. Und heute 12 Minuten. Es war gut, es tut meinen Beinen auf jeden Fall gut, wenn ich sie dehne. Und jetzt gibt's Frühstück. Ja, wir haben uns hier so eine Bowl gemacht, einfach so eine Oatmeal Bowl angerührt und dann ein bisschen was drauf gemacht. Meine sind immer die weißen Schüsseln, gell? Eigentlich schon, ja, aber die unterscheiden sich nicht. Sind Das hier. baugleich. Das hier. Gesundheit. Sind baugleich. Na dann, bon appetit. Und hier könnt ihr sehen, die Dinger wackeln. Ist ein bisschen am Spielen und angucken und so. Süß. Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang und laufe so ein bisschen am Neckar entlang. Oh, es ist so herrlich. Ich freue mich so sehr, wenn man wieder hier Stand-up paddeln kann und so. Ja, das Wetter ist einfach genial. Es war vorgestern schon so Hammer oder gestern schon so Hammer. Und heute wieder ist wirklich. So liebe ich den Winter. Und das Coole im Winter irgendwie ist das Wasser auch super klar. Im Sommer ist es schon manchmal drüber, wenn es regnet, aber jetzt super klar. Während die Jungs spazieren waren, beziehungsweise immer noch sind, aber jetzt gleich wieder zurückkommen, habe ich echt fleißig Gas gegeben und richtig diszipliniert
gearbeitet. Ich habe auf Instagram verschiedene Teile von Mala nochmal angezogen und gezeigt, weil ja gerade Sale ist. Bin da so ein bisschen drauf eingegangen und habe ein Video gedreht, inklusive der Schnittbilder. Und ich dachte nicht, dass mir das zeitlich reicht, weil ich auch noch alles vorbereiten musste dafür und die Sachen zusammensammeln und so weiter. Aber hat alles gut geklappt. Jetzt habe ich die Daten direkt gesichert, Computer wieder ausgemacht, gehe jetzt hoch und mache uns Mittagessen warm. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich faszinierend, was man in kurzer Zeit alles schaffen kann, wenn man einfach mal konzentriert bei der Arbeit bleibt und nicht dann hier wieder auf Instagram verloren geht oder da nochmal in die E-Mails schaut oder dann fällt mir ein, ach ja, ich könnte ja noch das und das machen, sondern einfach fokussiert. Ich habe jetzt 2 Stunden Zeit und ich nutze die jetzt maximal effektiv. Ich hätte so gechillte Tage haben können, theoretisch schon vor Kind, wenn ich einfach gesagt hätte, okay, ich arbeite jetzt einfach mal, keine Ahnung, paar wenige Stunden und in denen aber dann auch wirklich einfach strukturiert, ohne mich ablenken zu lassen, dann hätte ich mir, glaube ich, jeden Mittag irgendwie frei nehmen können. Und stattdessen hatte ich so oft das Gefühl, gestresst zu sein und die Sachen nicht zu schaffen. Und muss jetzt rückblickend wirklich zugeben, ich glaube, das lag an meinem nicht ganz so optimalen Zeitmanagement, beziehungsweise teilweise auch an fehlender Disziplin. Ja, also Leute, ich will damit nicht sagen, kriegt alle ein Kind, um euer Arbeitsleben auf die Reihe zu kriegen. Aber ich glaube, dieses Weckerstellen, ne, dieses man stellt sich einen Wecker und in dieser Zeit muss man dann einfach die Aufgaben geschafft kriegen, ich habe das unterschätzt. Ja. Aber so ein Wecker, das Ding ist halt, da kann man halt auch mal sagen, ah ja, egal, irgendwie, ah ups, ja, jetzt ist er abgelaufen, aber macht ja nichts, kontrolliert mich ja niemand, mache ich ja nur für mich selber. Wenn er so ein kleiner anderer Mensch ist, dann ist die Zeit halt einfach vorbei. Und ob ich dann die Sachen geschafft habe oder nicht, liegt halt an mir. So, jetzt kann ich mal gucken, was es zum Mittagessen gibt. Ich finde, diesen Zopf sieht man es ganz deutlich. Seht ihr, sich bei mir hier für Geheimratsecken bilden. Ist das schon dieser Haarausfall, der postnatale? Sagt man das so? Postnatale Haarausfall? Prä ist doch davor, ne? Post ist danach. Hat jemand einen guten Tipp? Was kann man da machen? Das sieht ja kacke aus. Also ich meine, ich hatte das schon immer so ein bisschen, diese leichten dünnen Stellen hier. Eigentlich ist die Seite hier noch schlimmer. Da sind so komische, seht ihr das? Gerstengras, glaube ich, oder? Falls ihr sonst noch einen guten Tipp habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir könnten doch mal hier aus der Vorratskammer irgendwas machen. Wir haben hier auch Apfelmus. Es wird bald Schupfnudeln geben. Bei DM gibt es jetzt für Veganuary gerade mit Bianca Zapatka so ein paar Sachen. Da haben wir diese Frikadellen gekauft. Bin ich auch mal schon super gespannt. Und, ich mich auch drauf freue, na, sind diese Omelette-Dinger. Ja, genau. Diese Omelette-Dinger. Ja, aber das gibt's jetzt nicht. Sondern ich habe mir überlegt, ich mache uns jetzt super spannend, hier so ein Chili Zin Carne. Ist mit einer Hand gar nicht so einfach. Warm. Reicht eine Dose? Erscheint mir sehr wenig. Wäre nämlich kein Brot, was man dazu essen könnte. Ich glaube, ich mache beide Dosen. Das hatten wir noch in Vorbereitung fürs Wochenbett gekauft und dann aber letztendlich gar nicht gegessen. Deswegen gibt es das einfach jetzt. Der Zwerg und ich machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang. Und deswegen binde ich mir jetzt dieses Tragetuch. Ich habe mir hier eine Manduka Sling gekauft und das ist 100% Baumwolle, aber eben so ein bisschen elastischer. Habe ich schon erzählt, gell? Ich glaube, ich bin gerade verwirrt. So, auf jeden Fall ist das sehr lang und ich wickel das so, dass ich hier dieses Logo so in der Mitte habe und dann die beiden Enden mir so über die Schulter schmeiß. Ich finde das immer. Oh no! Moment! Hi! Hi, my love! Hi, my love! I'm just getting ready. Yes, I'm just getting ready!
Okay, es kommt nicht gut an, dass ich mir jetzt die Trage binde. Aber muss man halt zuerst machen, gell? Vorher kann das Kind nicht rein. So, dann kommt das da durch. Oh my love, you're so tired, aren't you? So tired, aren't you? Das hat keinen Wert. Wenn man das Timing verkackt, ist einfach immer schwierig. So, also jetzt Flotti Lotti. Dann wird es überkreuzt. Und dann so. Und dann hier an der Hüfte gebunden. Und ich binde das immer nur einmal, bis ich mir das so hingezuppelt habe, wie ich das brauche. Das ziehe ich so ein bisschen runter. Und dann wird das hier so ein bisschen aufgedehnt. Und da kriegt man dann so ein Gefühl für, wie man es braucht. So. Und danach mache ich das erst ganz zu. Und jetzt kommt der Kleine hier in seinen Wollwalk. Was ist da eigentlich Milchspuck passiert, wenn ich mir das so mal anschaue? Und dann geht's los. So, there you go. Hoppa. Was ist jetzt gefallen? Nix, oder? Und dann werden die Beinchen hier so durchgesteckt. Und dann wird das so richtig schön aufgefächert. Natürlich zuerst das untere und dann das obere Tuch. Je mehr das Kind zappelt, desto besser funktioniert das natürlich. Danach müssen die Beine noch unter diesem Ding durch. Und das wird über den Rücken noch gezogen. So. Und dann kann man den Kopf eigentlich so an der Seite noch drunter klemmen. Das mache ich aber erst gleich, ansonsten ist das Geschrei groß. Und das ging jetzt eigentlich schon relativ schnell, würde ich sagen. Und das kann man eben dann so vorgebunden auch tragen, so wie ich gesagt habe. Dass man da eine Jacke drüber ziehen kann oder wie auch immer. Ich mache gerade Buchhaltung und habe nach meinen Handyrechnungen geguckt. O2 sind wirklich die größten Banditen. Schließt, ja, wahrscheinlich ist jeder Anbieter schrecklich. Also ich finde dieses Telefongeschäft, dass das immer noch so ein dreckiges Abzockergeschäft ist, ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob ihr diese Story mitbekommen habt, dass ich im Urlaub dann einfach angerufen wurde und mir sowas aufgeschwätzt wurde. Und ich dann am Ende gesagt habe, ich möchte aber hier eigentlich nichts abschließen. Und sie dann so, ja, ich habe jetzt schon was abgeschlossen quasi. Ich soll einfach nur auf die Mail antworten mit dem Vertrag und dann einfach nur schreiben, hiermit kündige ich das. Dann habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt noch weiter mit dieser Dame reden muss, mache ich es einfach so, habe direkt auf diese Mail geantwortet, hiermit kündige ich den Vertrag so. Dann zwei Monate später oder im nächsten Monat schon gucke ich die Abrechnung an, habe ich plötzlich den zweiten Vertrag mit auf der Rechnung. Dann angerufen wieder O2 und sie so, oh ja, sie haben die Kündigung gar nicht gefunden. Dann sind wir nochmal durch und haben sie gemeint, ah ja, sie haben das jetzt gefunden, das tut ihnen total leid. Das wird mir dann wieder gut geschrieben mit dem nächsten Monat. Jetzt gucke ich rein, dadurch mit unserem Kind und sowas war ich nicht mehr so on track und habe nicht mehr so geguckt. November und Dezember wurde mir jetzt immer das Volle abgebucht oder Dezember und Januar. Es ist unfassbar, also irgendwie hat doch nicht funktioniert. Also, keine Ahnung, dieses dumme Handy-Gedönse. Ich bin echt richtig genervt davon. Jetzt muss ich wieder anrufen und keine Ahnung, wie die mir das jetzt streichen wollen. Oh. Aufgaben, die man echt nicht braucht. Bitte nennen Sie jetzt den Grund Ihres Anrufs. Vertragskündigung hat nicht geklappt. Ich will doch nur eine Person haben, verdammt. Oh. Herzlich willkommen bei O2. Hallo, Alexander Johnson hier. Und zwar, also Ihr Kollege damals hat diese Mail gesehen, 13.09. und 14.09. zwei Mails zur Kündigung direkt. Und darauf wurde halt nie eingegangen. Ich verstehe, was du meinst. Dann kann ich leider nichts machen. Ich muss sie weiterleiten. Okay. Wirklich nur die Kundenrückgewinnung. Okay. Ich werde jetzt zu Brenner fahren. Ein Mitarbeiter geht. Und wir machen so ein bisschen Abschied quasi heute. Ich weiß nicht, der wollte auch eine Feuerschale mitbringen und vielleicht ein Marshmallows grillen oder so. Marie guckt nachher auch noch vorbei. Ich fahre aber zuerst noch zur Apotheke. Ich muss mir da nochmal so einen Kräutertee abholen.
Genau, und danach geht's dann halt zu Brettern. Na, Schuhe, wollt ihr angehen? Ja, so. Das ist übrigens auch ein Dad-Hack, wenn man irgendwie so ein kleines Baby hat. Es ist sehr praktisch, Schuhe zu haben, die man nicht aufwendig binden muss. Ich habe so Doc Martens, aber die ziehe ich gerade gar nicht mehr an, weil wenn ich ihn in der Trage habe, ist es super blöd, da irgendwie richtig zu binden. Deshalb habe ich immer irgendwelche Sneakers, in die ich einfach so reinschlüpfen kann. Hause von Bredda. Kind ist im Bett. Da hinten wartet die Wäsche drauf, zusammengelegt zu werden. Alex ist noch dort. Kommt aber bestimmt auch gleich. Und ich dachte mir, ich kann jetzt mal kurz meinen Tragen-Talk beenden. Also wir haben ja, wie gesagt, dieses eine Manduka-Tuch, die Manduka-Sling. Eben dieses Leo-Tuch hier, also das ist dieses Manduka-Ding. So ein bisschen elastischer. Und dann haben wir eben, wie gesagt, von Storchenwiege noch so ein paar festgewebtere Tücher. Kann man das ein bisschen erkennen? Das ist nicht elastisch. Und die haben wir vor allem viel verwendet, als er noch ganz klein war und wirklich so diesen, in dieser neugeborenen Haltung, wo die Wirbelsäule super rund ist, die Ärmchen eigentlich immer nur hier oben. Würde ich auch immer wieder so machen, weil ich einfach das Gefühl hatte, damit wird er so am besten gestützt. Hier drin, das ist jetzt nicht super flexibel, aber eben doch ein bisschen. Und ich glaube, das wäre mir irgendwie zu wackelig mit so einem ganz, ganz kleinen Neugeborenen. Jetzt habe ich die dritte Trage vergessen, die wir haben. Und zwar ist das dieses Ding hier von Limas. Und das ist so Alex' Favorit und ich benutze die eigentlich auch ganz gerne, aber jetzt bin ich eben gerade so auf meinem Tuchtrip. Und das ist eine Half Buckle. Das heißt, die hat diesen Gurt, der so ums Becken rumgeschnallt wird. Und dann hat sie aber eben auch Tuchbahnen. Also das ist so eine Mischung aus so einer Trage, wie man sie kennt, mit Schnallen und einem Tuch. Und der Vorteil an Tüchern ist eben, dass auf der Wirbelsäule nicht ganz so viel Druck ist, besonders bei den festgewebten. Da ist jetzt nur eine Schicht Stoff über der Wirbelsäule und das ist eben gerade bei Neugeborenen gut, weil das so diese Rundung der Wirbelsäule optimal unterstützt. Bei diesem Tuch hier, bei der Wickeltechnik, die ich jetzt angewandt habe, habt ihr ja gesehen, sind im Prinzip drei Schichten Tuch, also dieses von links, von rechts und das, was man hochzieht über der Wirbelsäule. Das ist jetzt natürlich nicht so fest, als dass es einen super platt drücken würde, aber hier wird doch auf die Wirbelsäule mehr Druck ausgeübt als beispielsweise hier. Und gerade wenn man hier diese Känguru-Trage-Wickeltechnik anwendet, und dann sagt man eben, das ist für Neugeborene besser, wenn da nicht ganz so viel Druck auf der Wirbelsäule ist. Und so eine Half-Buckle übt auch nicht ganz so viel Druck aus wie zum Beispiel eine Full-Buckle, also eine Trage, die überall geschnallt wird. Da ist einfach viel mehr Druck auf der Wirbelsäule und das soll man dann deswegen erst verwenden, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Vorteil hierbei ist super schnell angelegt. Nachteil hier: dauert einen kleinen Moment. Das heißt, wenn das Kind schon schreit und es irgendwie jetzt schnell gehen muss, dann ist die hier, würde ich sagen, der Oberkiller, weil das einfach am allerschnellsten geht. Man macht sich kurz den Beckengurt um und dann kann man das Kind schon hochnehmen, zack, zack, die Dinger rum, hinten überkreuzen, festziehen und dann hält das Ganze. Bei der hier muss das Kind am längsten liegen. Also es gibt bestimmt auch unterschiedliche Techniken, aber so wie ich das jetzt gemacht habe, weil das bindet man ja komplett und nimmt dann erst das Baby und steckt es da rein. Und bei dieser hier konnte man das auch noch so ein bisschen gleichzeitig machen, muss das Ganze aber halt auch noch binden, während man das Kind schon so im Arm hat. Auch hier, als er neugeboren war, da ging das gut, weil da hat er sich nie so viel bewegt. Und jetzt mittlerweile, wenn es dann irgendwie schon ein bisschen tragisch ist und jetzt, keine Ahnung, zu viel Müdigkeit oder so und es jetzt einfach ein bisschen schnell gehen muss, dann war uns das hiermit tatsächlich so ein bisschen zu wackelig, weil er sich tendenziell ganz gerade gemacht hat. Und auch da könnte man sich mit Sicherheit wieder eine andere Bindetechnik aneignen. Dann könnte das auch ein bisschen safer sein. Aber bei dieser Känguru-Trage
Bindetechnik, da ist das Tuch einfach nur so unterm Po drunter. Und bei Alex ist es tatsächlich manchmal hochgerutscht. Also nicht, als er ihn schon voll da drin hatte und einfach gar nichts mehr gemacht hat. Aber so beim Binden ist es halt einfach hochgerutscht, weil er da so viel rumgezappelt hat. Und deswegen ist das mit der Technik, die wir jetzt aktuell uns am meisten angeeignet haben, nicht mehr ganz so optimal. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen schlau machen, wie man das alternativ binden kann. Wir haben von der Marke auch noch so ein Ringsling gekauft. Da ist so ein Ring mit dran und das geht auch super schnell zum Dranmachen. Und dann gerade, wenn die Kinder beispielsweise auch schon selber sitzen können oder so zumindest mal den Kopf selber halten und so ein bisschen mehr Stabilität im Rumpf ist, dann kann man die auch so schön auf der Hüfte damit tragen. Das werde ich dann sicherlich auch bald nutzen. Genau, so, was kann ich noch erzählen? Offiziell sind diese Half-Buckle-Tragen oder vor allem auch die hier auch für Neugeborene geeignet. Neugeboren ist man, glaube ich, bis 5 Wochen oder so. Also wir sind ja jetzt schon bei 8 Wochen, das heißt, das ist offiziell kein Neugeborenes mehr. Wobei ich aber sagen muss, Neugeboren, ich weiß nicht, ob ich die da verwendet hätte schon. Einfach, weil er dann auch ja von der Körpergröße her, ich meine, es kommt immer aufs Kind an, aber bei uns war das so, nicht jetzt so riesig war, als dass das hier alles Körper bedecken würde und da oben dann der Kopf rausgucken würde. Und ich glaube, mir wäre das dann so zu versinkend. Also weil man da einfach nicht ganz so viel Halt hat, wenn das Kind noch so ein geringes Volumen hat, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen aufs Kind an. Ich wollte diesen Tragen-Talk schon eine ganze Weile machen. Vielleicht hat euch das ja geholfen. Vielleicht war das ja mal ganz spannend. Und falls ihr euer Kind auch ausschließlich tragt und keinen Kinderwagen habt, dann würde mich sehr interessieren, was so das Modell eurer Wahl ist. Und auch, ob ihr unterschiedliche Tragen beispielsweise auch für unterschiedliche Anlässe habt. Ne? Also so, gehe ich einkaufen oder mache ich eine Wanderung oder gehe ich nur mal kurz irgendwo hin oder in welches Tuch stecke ich das Kind, wenn es einen Schreianfall hat. Und so weiter und so fort. Das würde mich auch sehr interessieren. Die Süßigkeiten, Amada, kommen jetzt wieder in die Küche. Yes. Und dann geht's ab ins Bett. Dann geht's ins Bett. 21:45. Noch eine gute Zeit. Wir sind ja auch noch nicht im Bett. Ja. Nee, jetzt erstmal auch Zähne putzen. Ja, aber Marie ist so schnell geworden mit ihrer Abendroutine. Wirklich krass. Ich konnte früher manchmal noch irgendwie eine Viertelstunde im Bett schon was auf dem iPad anschauen oder sowas. Alex hat mir gestern erzählt, er hat eine komplette Dokumentation ohne mich geschaut über Porsche und zwar in der Zeit, in der ich mich im Bad fertig mache. Also über mehrere Abende. Dazu muss man sagen, ich habe mich ja auch fertig gemacht, also ich habe auch Zähne geputzt. Aber und dich abgeschminkt und so meinst du? Das und nicht. Deine Haare gebürstet. Das nicht natürlich, aber dazu gilt es zu sagen. Mehr Serien und Cremes aufgetragen. Dazu gilt es zu sagen, dass du mir ja gesagt hast, dass du ja jetzt gleich, also jetzt laufen wir gleichzeitig eigentlich aus dem Bad raus und du hast an der Routine nichts geändert. Das heißt, du hast immer nur gedrödelt. Ja, das kann auch sein. Ich bin jetzt eine Mom. Ich habe jetzt mein Zeitgame optimiert. Wie dem auch sei. Gute Macht's Nacht. Gut. Bis dann. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bye, bye. Tschüss.